Ja, es kommt bei einer neuen Folge von Super Smash Bros. Brawl im großen Labyrinth. Der vierte Part im großen Labyrinth. Wie Ahere. Und muss nur noch drei Gegner besiegen. Drei an der Zahl und ich merke gerade, what the fuck, Kamera. Was. Ich glaube, hier oben hinzugehen ist, glaube ich, am besten. Ja, irre ich mich total? Nein, diesmal nicht. Glaube ich. Machen wir hier hin. Beim Eisklimbersberg auf Doom. So einfach mal komplett. Erst Schalter, dann Check, dann Checkpoint. Na komm, lass mich zum Checkpoint, ihr Penner. Danke. So, speichern. Haben wir die 90%? Nein! Wunder, wunderschön. Jetzt gehen wir mal hier lang. Weil hier ist ja ein Bossgegner, gesehen haben. Den wir anscheinend so aktivieren müssen. Ich habe da oben was gesehen, also. Und wer hier Eisklammer hatten wir schon. Ike. Nicht der Charakter, den ich erwartet hätte. Aber nun gut. Soll mir recht sein. Hat mir Marth schon. Das eine ist wahrscheinlich noch Marth. Easy. 0% Schaden rausgegangen. Und wir sind wieder immer noch hier. Perfekt. So, wir machen uns gechillt. Und schießen uns hier ungefähr. Wenn voll in die Stacheln. Aber hier ist ja ein Checkpoint. Wo wir uns gleich erstens wieder speichern. Kampf gegen Ike. Der das Schwert. Ja, guck mal. Das war der letzte Prozent. Das war der Prozent. Prozent. Ich warte mal ab, dann betätige ich erst den Schalter. Muss sagen, das sieht wunderschön aus. Der Wand. Die Textur, die sieht wunderschön aus. Ja. Guck mal, noch zwei Gegner und die sind hier. Ein Gegner könnte ich noch erwarten, glaube ich. Mich zu erinnern. Ist wahrscheinlich aber die Erinnerung aber. Total falsch. So wie immer. Aber ich glaube, hier war ein. Boss Gegner. Okay, das ist anscheinend da oben. So. Du kannst mich mal. Ich wette, ich muss mit dem Schlüssel gar nicht hier hoch.
Fuck you. Ah doch, ich hab den Schlüssel noch. Geil, geil, geil. Bäh. Natürlich muss ich mit dem Schlüssel eh nicht hier hin. Warum auch? Marv. Da ist der Kampf gegen Marv. Und mal wieder, wie der es heißt. Dass der natürlich der Gegner bekommt. Und mich damit voll einfriert. Wenn. Kommst du aufs Maul. Shit. Ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben, aber Yoshi ist dran. Du kriegst den nicht. Komm hoch. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Soll mir recht sein. Noch ein Gegner. Aber war hier ein Bossgegner? Ich weiß. Man muss mal sagen, die Flugbahn war echt realistisch. Da nehmen wir jetzt den Schlüssel mit. Puss. Hast du den Schlüssel noch? Hast du ihn gar nicht mehr. Aha, wenn ich zu oft getroffen werde, verliere ich den Schlüssel. Okay. Ja, guck mal, warum habe ich das eigentlich nicht gesehen? So, der letzte Gegner ist. Ganondorf. Ja. Stimmt, wo hätte man denn. Was? Suizid Ganondorf? Okay. So. Sind fertig. Mit den Nerven und mit dem Spiel fast. Aber bevor. Wir lassen die Sequenz erstmal noch episch zu Ende laufen. Da ist hinten ist Tabu, der Bossgegner des Spiels. Endboss. Aber ich möchte vorher noch speichern. Ja, ich möchte noch speichern. Weil es kann ja alles passieren im Endboss-Kampf. Und ich habe mich, glaube ich, das schlechteste Level entschieden, wo man überhaupt speichern kann. Egal, machen wir den gleich nochmal zurück. Aber speichern ist wichtig. Perfekt. Speichern. So. Dann wollen wir nochmal loslegen. Schnell zu ihm hinlaufen. Dauert ja nicht lang. Ist ja gleich gegenüber. Außer ich stelle mich super dumm an, was ich gerade tue. So. Und weil ich mich kenne und da war jetzt der Epic Cut of Doom, da die Tür geklingelt hat und ja, leider keine Zeit mehr war für eine Verabschiedung. Deswegen mache ich es jetzt hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bei Midboss Fight natürlich. Natürlich.